das? Ein Dock? Oh, geht das doch noch weiter? Interesting. Wie viel Level hast denn du? Das gehörte schon dazu. Genau, Sky Cavern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind schon mal 6 Stück, okay. Jetzt gehe ich erstmal zu den Äffchen. Erstmal die, die sowieso schon freigeschaltet waren. Ein dreiköpfiger Affe! Sind wir hier bei Monkey Island? Ist das das Einzige, was ich... Das ist ein Dungeonläufer, der mir hinterhergeht und ist das Einzige, was ich kriege. Ich krieg nur eine Monsterkarte, um ihn aufzuhalten. Punch. Okay. Gefährliche Kerlchen. Gefährliche Kerlchen. Verdammt. Ich habe jetzt eine... Weil ich so gierig war und den Schatz da hingelegt habe. Jetzt habe ich keine Karte, um den abzulenken. Na gut. Kann ich einen Kader werfen? Ja, du hast nicht sehr viele Punkte. Selbst mit deinem Bonus nächste Runde überlebst du nicht. Zack. Und wenn ich meinen Dungeon hier nicht aufwerte, komme ich auch nicht voran. Seekarte. Also, Granate. Feuer. Brennender Poncho. Auch Feuer. Sägeras. Ammo und Hof. Und Rindenweste. Die würde Tenacious mitbringen. Mit dem Poncho liebäugle ich jetzt gerade tatsächlich. Der bringt halt eine Stupidity-Karte mit, aber das stört ja den Ultra-Champ nicht. Faber, her damit. Ja, du kannst dich jetzt zwei bewegen, weil ich dir nicht so den Weg gestellt habe. Gut. Das ist unlustig. Oh. Ich muss den aufhalten, weil sonst ist er mir gleich am Hintern. Ist das euer Ernst? Zumindest kann ich noch mehr Weg legen. Der holt auf. Darf er. Inek ist zwar durch die ganzen Trades schon recht stark, aber nicht stark genug, um da gleich so ein Passwort zu machen. Richtig. Feuerschild. Da wäre ein extra Herz dabei. Kopfband, da wäre Holy dabei. Ich brauche auch noch was zum Blocken. Feuerschild. Der Affe kommt mir so nah. Ich habe Angst. Uiuiui. Ein einziger Skelettpirat ist das. Dafür kann ich Wege legen. Das fällt dann eine Runde später weg, wenn ich vielleicht ein Monster in der Hand kriege. Aber gleich mal hier. Zack. Zünd mal dich noch an. Ein brennender Skelettpirat. Der müsste dann gleich sterben.
Splittelschaden. Zack. Sag ich doch. So, noch eine Flasche. Glas oder das Schwert. Das ist aber auch ein Glas. Ja, Äffchen. Der kommt ganz schnell hier. Nicht mehr viele Felder zwischen uns. Ah, Gott sei Dank. Okay. Der ist für dich. Ich hoffe auch, dass du es. Ah, jetzt sehe ich es natürlich noch nicht. Ob es eine gute oder schlechte Fontäne ist. Hier wird nichts geklaut. Ach, die andere Karte wäre eventuell besser gewesen. Na egal. Wobei nicht unbedingt. Repel. Zack. Das hat den Papagei jetzt voll ausgebracht. Sieht aber schick aus, Inek, mit dem Feuerschild und dem Poncho. Dornfamilie. Die Maske. Kavalier ist gut. Nicht unbedingt Blatt 2. Weiß. Nehmen wir die Maske gerade. Maske, so. Eventuell könnte ich mich langsam jetzt mit dir anlegen. Ist das eine schlechte Fontäne? Ja, Decay. I don't want it. Wir sind jetzt Level 4. Erst bewege ich mich, dann du. Hallo? Oh, willst du unbedingt da runter weitergehen? Gut. Dann leg dich mit den Piraten an. Ja, weil es keine Level 4 Monster gibt, mit denen du dich kloppen willst. Und ihr geht ja immer zum nächsten. Der euer Level oder höher ist, habe ich aber nicht. Extra Herzen Spike hier. Ich soll extra Karte oder Auchi machen. Das will ich auf jeden Fall nicht. Hör auf mir ständig Blade anzudrehen. Ich mag Blade nicht. Den Nashes habe ich glaube ich schon. Nee, habe ich gar nicht das Mal tatsächlich. Gerne ohne die blöde Fontäne. Naja, gut. Muss ich irgendwas anderes bekämpfen derzeit? Ich kann mir noch einen Favor sammeln.
Oh oh. Die kriege ich leider ab. Ja. Dann killt der den Piraten. Ich werde an den Papagei jetzt schon mal das Decay los und. Ja, dann kann ich mich gleich mit dem Affen anlegen. Gefährlich. Ich muss es blocken, weil sonst kriege ich einen Kay ab. Oh, dann kann ich dich jetzt anzünden. So. Grillhähnchen. Okay, der Vogel ist tot. Tschüss. Mit den ganzen anderen Sachen sollte das hin. Wollte ich das verlieren, aber ich bekäme das. Immer wieder Blade. Fokus und Dingens. 4 Favor, das sollte doch passen, um den Affen zu töten. Der kommt da. Zack. Hi. Hören wir mal auf mit dem Affentheater, ja. 3-köpfige Affe. Der tut sich auch noch selber weh. Pull. Oh. Wenn ich ihm nur einen Schaden zufüge, wird er verhindert. Das ist unschön. Das zählt aber nicht für die Ignite-Schaden, oder? Nee, der wird trotzdem abgerechnet. Jetzt ist er schlecht gelaunt. Der ist empfindlich gegen Magie. Gar nicht so schlecht. Zack. Okay, der Affe ist schneller tot, als ich erwartet habe. Doch nie so gefährlich. There are only so many ways to write tunes, to describe such a terrible bruising. I hadn't planned on you beating those goons. I have much more material about you. Losing. Mach mir das Spiel nicht kaputt, Bade. Es läuft gerade so gut mit Inek. Aber man merke hier, 3 Köpfe sind nicht unbedingt besser als einer. Die Crew ist etwas rastlos. Wonach sie wohl suchen? Schnappen wir mal uns das. Hat der Affe irgendwas geklaut? Ja, was suchst du? Wo ist was? Eine große Kiste soll ich einsammeln. Wo ist denn die? Ist die das? Nein, das ist die Karte. Und dann muss ich mich dazu dem Schatz noch durchschlagen. Die Wege, die ich gerade habe, sind shit. Aber sowas von. Einköpfiger. Ah, wie süß. Die Wege sind kacke. Und dann auch noch Fontänen drauf. Mensch. Ach, komm doch nicht gleich mit so einer. Und natürlich schmeiße du den Fireblast raus, weil du Mundane hast. Weil es gut gegen dich ist. Dann tu dir weiter selber weh. Ich halte dich da nicht von ab. So. Oh, Säbelzahn. Ach, Blade.
erkennen und ein extra Herz. Tasse. Crush und Armor 1. Alles gerade nicht so doll. Nehmen wir das. Extra Herz geht eigentlich immer gut. Ja, das ist doch schon eher was, womit ich was anfangen kann. Wäre nur schön, wenn es nicht immer nur schlechte Fontänen sind, aber. Ja, der Papagei ist vielleicht eine Nummer zu groß noch. Erst noch ein weiteres Item und dann. Da kommen jetzt gleich die Level 3 Gegner auf mich zu. War vielleicht keine so gute Idee, dass ich den Weg gebaut habe. Trotz DK überlebt. Yes. Damit hätte ich Swift und Tanisches Magierober. Mehr Feuer. Rove. Ein Heilzauber. Feuerschild. Ah, oder das? Reicht nicht. Das Feuerschild hat uns sehr gut geholfen, sag ich mal. Muss hier irgendwo sein. Was denn? Schatzkarte? Die habe ich schon erspickt da oben. Wegen der möchte ich eigentlich auch lieber da oben lang irgendwie. Aber die Teile, die ich bekomme, die sagen mal wieder was anderes. Schon mal ein bisschen was hin, dann gehe ich da unten lang, dann muss ich halt da und dann da und dann weiß ich nicht, wo das X von der Karte landet. Und zumindest, was habe ich hier? Ich bekomme Leben wieder für jeden Schaden, den ich bekomme. Das ist gut. Zack. Das ist eine gute Fontäne. Zack, den zünden wir jetzt noch an, dann hat er noch zwei Herzen. Ja, und dann ist mir das auch egal, wenn ich jetzt eine Karte habe. Du bist weg. Ah, bist du nicht. Ich habe den Rum total vergessen. Ja, da war was. Der gönnt sich einen Schluck. Bevor er umfällt. Mein Stuff. Blau hört sich aber nach einem an, wo du dir selber wehtust mit. Nein, also eine Discard. Aller gut. Ach komm, ich hab genug. Zack. Ein Punkt noch. Da, alles closed. Schneller als du. Natürlich nehme ich Lancelot. Schon wieder Fontänen. Too many of them. Es gibt den dreiköpfigen Affen auch noch so. Natürlich. So stark war der Aal aber dann doch nicht. Also. Autsch. Okay. Okay, das tut vielleicht ein bisschen weh. Extra Schaden.
Decke ich ein. Muss ich wohl. Aber du hast nicht nur solche Karten. Das überlebe ich noch. Bulwark wird mir das allerdings blocken. Brauche ich dann noch eine Angriffskarte, die mir da hilft? Nur noch zwei Leben. Oder auch nicht. Ach, wenn du dich selber wehtust. Dir selber wehtust. So. Ein Helm? Hörnerhelm. Blade of Fury. Dice. Damit könnte ich mein Deck noch aufwerten. Verliere ein extra Herz, bekomme aber Fokus damit und Counter. Klingt gut. Wer kommt jetzt angelaufen? Rosalita wird so wütend sein. Hast du was Wichtiges verlegt? Ne? Ach, keine Verbindung nach da oben. Doof. Schade, schade. Ah. Der Dungeon zieht sich jetzt leider ein bisschen nicht so aus dem Dungeon. Wenn ich halt keine besseren Wege kriege, muss ich halt mal so bauen. Ah, jetzt kommt er mit Magieblock. Echt jetzt. Immer noch nichts auf. Guck mal, was haben wir hier? Swift 1 und 2. Das ist alles nice. Ich behalte aber Blinding Light. Hier. Machen wir jetzt die Augenklappe hin. Und dann. Der Weg bringt mir nichts. Na ja, gut, weiter geht's. Gegen den Affen. Den Tauch aus, bist du? Kartenklauen. Von mir aus machen. Du blockst Magie. Ich nehme das. Ah, kann ich nicht verhindern. Du wirst auf jeden Fall eine Karte klauen. Okay. Gut, dann bin ich mal gespannt. Was klaust du dir? Ah, Deckung. Wie spielst du jetzt als nächstes? Treffer? Zack. Aber ich habe trotzdem die Oberhand-Äffchen. So. Das ist jetzt das noch. Okay, das wäre eine Aufwertung zur Augenklappe, auf jeden Fall. Dann nehmen wir das doch. Dann ist doch ganz klar entschieden. Und er kommt hier jetzt angedackelt. Ich zieh dich an. Ich will keine Karten ablegen. Wir haben jetzt hier einen brennenden Piraten. Ich booste mal noch ein bisschen meine Zauberkraft. Also. Die einzige Zauberkarte, die ich habe, ist Mind Strike auf der Hand. Na gut, dann nutzen wir das. Der brennt weiter vor sich hin. Das wird jetzt wieder, wenn ich das abwehr. Edge. Ein Leben hat du noch. Habe ich was Schnelles hier auf der Hand? Nee. Unlock.
super, kann ich aber machen. Ja. Würde mir aber den Fokus wegnehmen. Damit würde ich das, aber auch das Tenacious verlieren. Hat mir das halt jetzt gerade eigentlich, wurde es nicht aktiviert. Und es sind auch weiterhin keine Bosse da, also. Arr! Sagen, ist Tenacious jetzt gar nicht so wichtig. Wenn der Rest der Karten halt passt. Wenn ich Ignite auf der Hand habe. Ist schon ein bisschen groß, mein Stapel da. So, jetzt ist er im Fury. Weiß ich mal, wenn ich es bringen wird, weil. Er ist doch mit. So. Da ist noch gleich ein zweiter. Mariners! Wo warst du die ganze Zeit? Beim nächsten Boss brauche ich dich, gell? Lass mich nicht wieder warten. Jetzt brauche ich dich, glaube ich, nicht unbedingt. Gut ist immer gut. Kann ich mir nochmal einen. Und ja, jetzt muss ich eigentlich den Weg dann noch durchstapeln. Ah. Oh, fängt er gleich wieder an zu stehlen. Na gut, den zünd ich dich aber dafür an. Meine Stupidity-Karte. Die bringt dir aber nichts mit dem Angriff. Die wird nämlich zu einer normalen Stupidity bei dir, Edge. Schnell die, falls du nämlich die Blockkarte. Na, ich dachte vielleicht die andere, aber das geht auch. Ich dachte, du nimmst dir die andere. Dann wäre es jetzt nämlich blöd geworden. Zack. Ich bleib so. Schatz hin. Weiter geht's. Oh, ich schmelze. Gerade so windstill hier daheim. Das ist furchtbar. Einfach weiter rein. Zumindest löst du mir die Kelle nicht mehr aus. Ach, das kann ich ja blocken. So. Die Kelle ist halt gut. Du hast aber noch zwei Leben. Das überlebe ich auch mit Decay. Ja, überlebe ich auch mit Decay. Sachen. Oh. Ich will mir das leisten. Für den bekäme Heilung. Ja. Mal rein, Schatz. Ah. Na, kriegen wir das vielleicht mal wieder voll. Eventuell. Ungewollt. Mhm.
sind denn deine Blockkarten, Tough Guy? Hm? Also nichts zum Blocken. Aha, da doch. Was ist das? Wenn ich dich anzünde, bringt er das aber wenig. Pyromanische Jump hier. Für Brace. Hm, ja, okay. Wissen die. Macht das Deck um eins kleiner, was durchaus nützlich sein kann. Ah. So wirklich viel kleiner als vorher sieht es gar nicht aus. Du klaust sowieso. Alles gut, dann hau ich dir nochmal ordentlich auf die Nase. Oh, das ist gemein. Okay, der tut jetzt gleich weh. Na, ich kann ihn aber trotzdem blocken. Der ist nur schnell, aber nicht unblockbar. Der hat Respite. Das ist gemein. Müsste ich dich nicht töten. Ja. Ich weiß, warum kein Luftzug geht. Schatz, er hat auf der anderen Seite die Tür zugemacht. Dadurch herrscht kein Durchzug mehr im Haus. Dann geht hier natürlich auch kein Lüftchen mehr für mich. Naja, gut. Anzünden! Das sieht trotzdem schmerzhaft aus. 2, 3, 5 sind das, ja. Wäre das wieder dabei? Nein, wir bleiben so. Auf geht's. So. Keine Monster mehr. Yay. Ob ich den Schatz noch aufheben kann, weiß ich nicht. Ah. Weil ich jetzt nicht weiß, wo es weitergeht. Sammel die Karte ein. Auf. Oh. Schatzkarte. Dahin. Oh, dann hätte ich mir den einen Schatz da ja hinlegen können. Na gut. Allerdings auch noch ein bisschen Loot verkaufen. Der Weg ist allerdings gerade günstig, was ich hier habe, deswegen. Zack. Ah, jetzt ist der Weg wieder kacke. Verdammt. Noch welche für den extra Bonus. Na, wobei. Die Sackgasse geht ja trotzdem. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Passt. Magieblock. Jetzt käme aber
aber trotzdem einer durch. Damit hätte ich Erfolg. Und... Moment! Auch wenn... Ach komm, das war schon successful. Oh. Es ist ja trotzdem einer durchgegangen. Das zählte nicht, verdammt. Der Vogel wurde nicht angezündet. Trotzdem gewonnen, aber ja, das wird los. Oh, du lernst sie. Mhm, schon wieder. Nee, passt. Treasure. Hui. Ah. Stillen? Nein. Ja, ich habe deinen Ransack damit ausgelöst, aber egal. Zack. Drei Schaden, die ich nicht blocken kann, ist okay. Zwei geblockt, krieg nur zwei ab. Du tust dir einen weh und stirbst. Oh, war das knapp. Ich habe für einen Moment schon... Hatte ich dich schon fast sterben sehen. Warum verkaufst du keinen Loot mehr? Ach komm, wenn du die Schatzkarte hast, machst du das nicht mehr, oder was? Ich schon mal, dass ich das Einsammeln von dem Zeug nicht mehr gut geschrieben bekomme. Einen Punkt noch. Ich müsste es überleben. Meine Güte. Jetzt werden die aber gerade super schlecht gelaunt gerade. Die Kiste wird keiner vermissen, ne? Wahrscheinlich. Eventuell. Der Feuerzauberstab zum Feuerschild. Nee, der Level ist abgeschlossen. Passt. A rather entertaining display of courage and brutality. But in the long term, will it outweigh a Dungeoneer's mortality? Ab zum letzten. Ich muss nur einmal ganz kurz Licht anmachen. Einen Moment. Es wird dunkel hier. So, da bin ich schon wieder.
Auf geht's. Ja, ich hab den Schatz. Eingesammelt. Bullseye Bill ist mein nächster Gegner. Bulwark. Wow, und Crewmate. Plus 1 if another Crewmate is defeated. Heißt aber wieder nur angrenzend, oder? Wenn ich den Zielblatt mache, zählt das nicht? Glaub ich. Ich leg mich erstmal mit einer Meerjungfrau an. Oh. Gucken wir mal. Oh, Saru sagt, ich soll mal eine Pause machen. Nach der Meerjungfrau, okay? Ist aber ein gutes Timing. Ich bräuchte nämlich mal wieder was in meinem Wasserglas. Jetzt erst recht, wenn ich noch einen Schluck draus trinke. Ja, das Trinken nicht vergessen. Manchmal vergisst man das so schnell, ne? Wenn man so gefesselt ist von einem Spiel. Hui, das ist aber eine nette Auswahl. Das Netz ist schon eigentlich nicht schlecht. Nordischer Helm. Oh, das Netz ist gerade super für Level 1 Loot. Und ein Favor habe ich bekommen. Okay, du sagst, ich soll eine Pause machen. Dann machen wir das mal kurz. Aber nicht zu lange. Sagen wir 5 nach 9. Bin ich spätestens wieder da. So, ja. Nutze ich die Gelegenheit. Ich trinke mal den ganzen Rest noch aus dem Glas und fülle es mal wieder komplett auf. Ihr denkt aber auch ans Trinken, gell? Wenn es so warm ist. Und dann sehen wir uns, ja, wie gesagt, spätestens um 5 nach gleich dann wieder und machen den Level hier zu Ende. Bis gleich.